herzlich willkommen zum Spürvertrauen-Podcast. Dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht. Für persönliche Entwicklung, auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Folge geht es darum, wie du ein gutes Verhältnis zu deinem Genitalbereich pflegen kannst. Ich gebe dir 3 Tipps. Hi, hallo. Zunächst mal schön, dass du wieder mit dabei bist und dir diese Folge anhören magst. Jetzt habe ich ja gesagt, es geht um die Pflege eines guten Verhältnisses zu deinem Genital. Und mit Genital meine ich natürlich deinen Intimbereich. Also deinen Penis, deine Vulva, Vagina. Genital ist ja einfach nur ein anderes Wort. Viele Menschen sagen ja auch Schambereich oder Geschlecht. Das ist natürlich genauso in Ordnung. Ich benutze häufig das Wort Genital, weil das irgendwie was sehr Neutrales ist und nicht das Wort Scham oder Schlecht wie bei Schambereich oder Geschlecht beinhaltet. Ja, diese Pflege des guten Verhältnisses ist eben auch besonders wichtig, wenn wir erfüllten Sex erleben wollen mit uns selbst oder mit anderen Menschen. Und da gehe ich eben in dieser Folge drauf ein, wie du mit ganz einfachen Kniffen im Alltag sozusagen auch wirklich ein schönes Verhältnis zu deinem Genital pflegen oder auch aufbauen kannst, wenn du das Gefühl hast, ihr seid beide noch gerade gar nicht so gut miteinander befreundet zum Beispiel. Ja, und auch möchte ich nochmal auf meine Verlosung hinweisen. Das ist jetzt so ein bisschen ein Hinweis in eigener Sache. Ich sehe, dass es genau eine Bewertung gibt bisher für den Podcast. Über die habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und ich sehe aber auch an den Downloadzahlen, dass es sehr viel mehr Hörer gibt als Menschen, die mich offenbar jetzt für diesen Podcast bewertet haben. Da möchte ich einfach nochmal sagen, traut euch, wenn euch dieser Podcast gefällt, auch einfach eine Bewertung zu hinterlassen. Ich freue mich riesig darüber. Genauso, wenn du irgendwie Anregungen hast oder so, dann kannst du die natürlich auch in dieser Bewertung einfach teilen. Und es ist natürlich auch möglich, diese Bewertung unter einem kryptischen Namen zu hinterlassen. Ja, also soweit ich iTunes verstehe, muss man da nicht seinen vollen Namen angeben, um Bewertung abzusenden, falls da jemand irgendwie deswegen vielleicht Zurückhaltung hat. Zurück zum eigentlichen Thema, zum guten Verhältnis zum Genitalbereich. Und es steht auch so ein bisschen in Verbindung zu dem Thema Becken, ja, was ich in den letzten 3 Folgen für dich aufbereitet habe. Und allein deswegen, weil natürlich das Genital unmittelbar in Nachbarschaft sozusagen ist, weil die Beckenbodenmuskulatur ganz eng verwoben ist mit dem Penis, mit der Vulva und Vagina. Und das quasi so auch ein großes Organ ist, ja, zum Fortpflanzen und zum Sex und Sexualität erleben und eben ein ganz wichtiger Bereich dafür. Ja, und jetzt ist es eben so, dass Frau und auch Mann tatsächlich gut beraten ist, wenn er diesen Bereich für sich tatsächlich auch erotisiert hat. Was heißt das? Im besten Fall ist man sich einfach klar, dass das Genital, also die Vulva, die Vagina und der Penis das Element ist, mit dem wir uns in sexuellen Situationen erleben können. Dort spüren wir unsere körperliche Erregung am intensivsten. Ja, das ist so der Ausgangspunkt von körperlicher Erregung. Auch ein Ort, wo wir ja indirekt dann auch in die Lage versetzt werden, wenn wir Erregung spüren, auch Lust zu empfinden zum Beispiel oder Lust zu steigern. Erotisiert heißt hier einfach, dass einer Person klar ist, dass dieser Bereich einfach ganz viel mit Sex zu tun hat. Das heißt nicht, dass es, ich sag mal, nur für Sex oder nur für Partnersex da ist, sondern auch einfach mit sexueller Kraft zu tun hat, sexueller Energie zu tun hat, sexueller Erregung zu tun hat und das Genital einfach damit ganz bewusst auch besetzt ist. Jetzt hat ja die Frau eine Vagina, ja, das ist so der innere Part des weiblichen Geschlechts und eine Vulva, das ist so der äußere Part des weiblichen Geschlechts. Und diese Vagina ist ja wie so eine Körperhöhle. Und manchmal treffe ich Frauen im Coaching, die auch sagen, naja, ich weiß natürlich, dass ich eine Vagina habe und ich benutze die auch, und aber so richtig bewusst gemacht habe ich mir diese Körperhöhle noch nicht. Und da gibt es eben auch Möglichkeiten, sich da Zugang zu verschaffen zu dieser Höhle. Ja, und auch tatsächlich diese Körperhöhle als etwas zu verstehen und zu erleben, wo wir gerne etwas in uns aufnehmen wollen. Nämlich den Penis oder einen Finger oder vielleicht auch einfach einen Dildo oder Vibrator, oder einige Menschen werden da auch sehr kreativ,
was sie in ihre Körperöffnungen stecken. Und solange das alles nicht gesundheitsschädigend ist, darf das ja auch gerne passieren. Aber dieses Gefühl von etwas in sich aufnehmen wollen, also etwas zu empfangen als Frau, hat eben auch ganz viel mit diesem Erotisieren des eigenen Geschlechts oder Genitals zu tun. Beim Mann ist es ein bisschen anders, der hat ja einen Penis. Man kann auch Phallus dazu sagen. Und der Penis wölbt sich ja nach außen, er ist ganz deutlich sichtbar und der Penis ist eher dafür gedacht, in etwas eingeführt zu werden, also in etwas einzudringen. Im klassischen Fall natürlich in die Vagina, kann er aber auch in andere Körperöffnungen eindringen, der Penis. Dieses Gefühl vielleicht auch als Mann zu kennen, ich möchte meinen Penis in eine Körperhöhle sozusagen oder überhaupt in eine Öffnung hineinstecken, einführen. Dieser Drang danach vielleicht auch ist eben auch ein ganz wesentliches Merkmal davon, dass der Penis und der Genitalbereich erotisiert ist beim Mann. Genau, und wenn diese Erotisierung und auch das gute Verhältnis da ist oder überhaupt ein Verhältnis da ist und es so ein bisschen mehr ist als das reine, ah ja, es muss ja funktionieren oder wieso funktioniert es jetzt vielleicht nicht in Ausnahmefällen, dann können eben auch ganz tolle Sachen passieren, nämlich sexuelle Erregung, Lust, vielleicht sogar eine Entladung, ein Orgasmus, ja. Oder auch ein Orgasmus, der so ganz doll ausstrahlt in den ganzen Körper, aber wo das Zentrum eben deutlich das Becken und der Genitalbereich ist. Und somit dient dann eben das Genital auch sehr viel mehr als der Fortpflanzung und auch dem Sex, weil nämlich auch sowas wie Solosex reinspielt oder überhaupt das, wie ich vorhin schon mal sagte, Erleben von körperlicher Erregung, sexueller Energie, die im Genitalbereich irgendwie sitzt und auch aktiviert werden kann und wir auch umwandeln können in Lebensenergie, in Kraft, die wir in unseren Alltag tragen zum Beispiel. Ja, und vielleicht ist es manchmal auch ganz spannend, den Genitalbereich so als etwas zu sehen, was vielleicht auch so ein kleines bisschen ein Eigenleben hat, weil manchmal, und das kennst du vielleicht auch, passieren ja so Dinge, die, wo wir eigentlich gar nicht so genau wissen, aber was macht jetzt vielleicht meine Vagina gerade, wieso ist die irgendwie gerade in Aufregung, ist doch eigentlich gar nichts los. Oder der Penis, der vielleicht gerade erregt wird, steif wird. Das ist bei Männern dann ja ein bisschen verräterischer als bei Frauen. Wir Frauen können das ein bisschen besser kaschieren, sage ich mal. Und dennoch erleben wir das manchmal, also diese Momente von, oh, ich merke gerade Erregung und ups, woher kommt das? Also so ein bisschen dieses Eigenleben des Genitals auch vielleicht sogar zu akzeptieren oder zu feiern, zu sagen in solchen Momenten, ja, die äußere Situation lässt es jetzt nicht zu, dass es irgendwie Solo-Sex oder Sex gibt und dennoch genieße ich einfach dieses Gefühl, was gerade da ist. Genau, das ist ein bisschen die Einleitung. Und jetzt komme ich mal zu den drei konkreten Tipps, die ich für dich habe. Und das erste ist, mach dir dein Genital tatsächlich bewusst. Überleg mal für dich, wie präsent es dir jetzt ist, wie bewusst es dir jetzt ist, ob du quasi dein Genital schon als guten Freund oder gute Freundin hast, ob du sie schon ganz genau kennst oder ob es vielleicht auch noch so Bereiche gibt, wo du gar nicht so genau weißt, was da eigentlich los ist, was passiert, wie sich das anfühlt. Ob es noch etwas zu entdecken gibt über diese Freundin, diesen Freund. Und du kannst für dich auch mal schauen, wie du eigentlich darüber sprichst. Hat dein Genital für dich einen Namen? Und wenn ja, welchen vielleicht? Wie sprichst du darüber? Welche Bezeichnung wählst du? Sehr hilfreich auch, um sich das eigene Genital bewusst zu machen, ist es zu betrachten, anzuschauen. Männer haben es da ein kleines bisschen leichter. Die sehen auf den ersten Blick, wenn sie nackt sind im Spiegel oder vielleicht auch, wenn sie einfach nur untenrum nackt sind, im Spiegel ihren Penis, ihre Hoden. Und sie fassen ihn ja auch an beim Urinieren, ja, also viel häufiger als Frauen beispielsweise. Aber auch als Mann ist es eben möglich, nochmal genauer hinzugucken, wirklich so alle Bereiche am Penis vielleicht auch nochmal anzuschauen, ganz bewusst in einem vielleicht schlaffen, nicht irrigierten, unerregten Zustand und vielleicht auch mal in einem irrigierten und steifen Zustand und so vielleicht auch die Unterschiede irgendwie sich mal zu betrachten. Und als Frau kannst du natürlich genauso auch deine Vulva betrachten und auch den Vagina-Eingang betrachten. Wenn du beispielsweise dir einen Spiegel daher nimmst und deine Beine öffnest und einfach diesen Spiegel mal zwischen deine Beine hältst und einfach mal hinschaust. Wie sieht denn das eigentlich genau aus, was ich da zwischen den Beinen habe? Und wie sieht vielleicht die Vaginaöffnung aus? Und welche Farbe hat das? Und wie sieht es aus, wenn ich nicht erregt bin? Und wie sieht es aus, wenn ich erregt bin? Gibt es einen Unterschied? Und so die Steigerung zur Bewusstmachung über das Angucken hinaus ist natürlich das Anfassen, das Betasten. Ja, also sowohl beim Penis als auch bei der Vulva und Vagina. Einfach so wie jeden Quadratzentimeter, der da ist,
vielleicht einfach mal zu erforschen mit den eigenen Fingern und zu schauen, wie fühlt sich das an, wenn ich nicht erregt bin, wie fühlt sich das an, wenn ich erregt bin. Sowohl an meinen Fingern, die berühren, als auch an der Stelle, die ich gerade berühre. Also das ist so Tipp 1. Mache dir wirklich bewusst, dass du ein Genital hast, über den Namen, wie es aussieht und wie es sich anfühlt. Tipp 2 für dich ist, lenke bewusst auch mal deine Aufmerksamkeit in deinen Genitalbereich. Und damit meine ich gar nicht so sehr beim Sex, sondern auch einfach mal im Alltag. Und das kann sein, du sitzt vielleicht jetzt gerade irgendwo und hörst diesen Podcast und du kannst einfach mal versuchen, deine Aufmerksamkeit in deinen Körper zu lenken und vielleicht auch einfach in deinen Genitalbereich zu lenken. Und wenn du magst, kannst du dir deinen Atem zur Hilfe nehmen und dir vorstellen, dass dein Atem auch wirklich wie in deinen Genitalbereich fließt. Und vielleicht merkst du dann an irgendwie so einem kleinen Gefühl, dass der Atem so imaginär dort unten angekommen ist. Du verweilst dann einfach mit deiner Aufmerksamkeit und du kannst auch wie so eine Art Scan machen von deinem Genitalbereich, also jeden Quadratzentimeter einmal versuchen so anzusteuern mit dieser Aufmerksamkeit. Als Frau kannst du gucken, ah ja, wie ist es an den Labien, an den Schamlippen, Venuslippen kann man auch sagen. Wie ist es am Kitzler gerade? Wie ist es, wenn ich Richtung Vaginaeingang gehe? Und was kann ich vielleicht in meiner Körperhöhle, in meiner Vagina spüren? Als Mann kannst du genau das Gleiche tun, nämlich versuchen, deine Eichel anzusteuern, deinen Schaft anzusteuern, deine Hoden anzusteuern mit deiner Aufmerksamkeit. Und diese kleinen Momente kannst du halt eigentlich zu jedem Zeitpunkt, wo du da Lust drauf hast, in deinen Alltag einfließen lassen, weil kein Mensch sieht, was du tust. Du kannst natürlich auch das so ein bisschen spielerisch noch machen und vielleicht gucken, dass du mit deiner Muskulatur, mit deiner Beckenbodenmuskulatur dabei so ein bisschen spielst, als würdest du eben den Urin anhalten wollen, mal so anspannen und loslassen und dabei gucken, was sich vielleicht verändert dort, aber auch mit der Aufmerksamkeit da so bleiben. Und es können, wenn man das so ein bisschen geübt hat, auch bloß so 3, 4, 5 Sekunden sein, die einfach diese kleine Zwischenstopp-Situation im Genitalbereich ganz kurz sein lässt und dann kannst du sofort wieder irgendwas anderes machen und deine Aufmerksamkeit woanders hinlenken. Aber das ist mein Tipp für dich. Lenk auch einfach mal im Alltag immer mal wieder die Aufmerksamkeit in deinen Genitalbereich und schau einfach, was da los ist. Und der dritte Tipp für dich ist, nimm liebevollen und ruhigen Kontakt auf. Und damit meine ich, lege einfach mal deine Hand drauf. Ganz still, ganz ruhig, ohne dass sie sich bewegt. Das kann sein, wenn du noch bekleidet bist. Das kann aber auch sein, wenn du vielleicht im Bett liegst, so halb ausgezogen bist oder ganz ausgezogen bist. Das kann abends sein, bevor du einschläfst oder morgens sein, bevor du aufstehst. Die Hand kann einfach dort verweilen und nichts tun. Und einfach spüren vielleicht, wie sich der Gegenpart, nämlich dein Genitalbereich, anfühlt in der Handinnenfläche. Und dein Genital kann einfach gucken, wie fühlt es sich an, die Hand dort zu spüren. Spüre ich die Wärme? Spüre ich das Gewicht? Passiert dadurch irgendwas in meinem Genitalbereich? Und das kann ganz kurz sein, das können so 4, 5 Atemzüge sein. Es kann aber auch ein bisschen länger sein oder ganz lang, vielleicht so sogar einige Minuten. Schau mal, was da für dich passt und was du erlebst dabei auch, wie es dir geht dabei. Ob das etwas ist, was du gerne machst, ob das etwas ist, was du ungewohnt findest oder was du vielleicht sogar befremdlich findest. Aber trau dich einfach in diesen bewussten Kontakt zu gehen, in diesen ruhigen Kontakt, in diesen liebevollen Kontakt. Das ist mein dritter Tipp für dich. Ja, und bei allen Tipps, die ich dir jetzt hier so mitgegeben habe, schau einfach auch freundlich auf dich, bei allem, was du so entdeckst und herausfindest über dich und deinen Genitalbereich. Und diese Folge soll dir einfach nur so ein bisschen Fokus geben darauf, was es alles an Leben gibt in deinem Genitalbereich, dass es vielleicht auch noch was zu entdecken gibt und dass es lohnenswert sein kann für Sex, den wir als erfüllt erleben oder Sexualität, die wir als erfüllt erleben. Auch eben ein gutes Verhältnis brauchen zu unserem Genitalbereich. Dass es nicht hilft, einfach zu erwarten, dass es funktioniert, wenn wir es wollen, sondern dass wir uns auch, wenn wir keinen Sex haben, ein bisschen vielleicht drum kümmern dürfen, es pflegen dürfen, dieses Genital, liebevoll mit ihm sein dürfen, mit diesem Genital. Ja, und wenn vielleicht auch darüber jetzt irgendwie Fragen bei dir auftauchen, wenn du das eine oder andere ausprobierst, was ich dir hier als Impuls mitgebe, dann schreib mir einfach eine E-Mail und
teile diese Frage mit mir und wahrscheinlich habe ich auch eine Antwort für dich und ich werde auf jeden Fall deinen Kontakt mit dir aufnehmen, sodass du auch nicht alleine bist bei dieser kleinen Erforschungsreise und dieser Kontaktpflege oder Verbindungspflege. Ich fasse nochmal für dich zusammen. Es ist eben so unglaublich wichtig, dass wir uns als Menschen auch unser Genital bewusst machen und es auch ganz bewusst mit Erotik und erotischen Wahrnehmungen verknüpfen. Der Mann kann seinen Phallus intrusiv nutzen, also in eine Körperhülle einführen, und die Frau kann eben ihre Vagina rezeptiv nutzen, also etwas in sich aufnehmen, in diese Körperhülle. Und im besten Fall sind diese beiden Handlungen, etwas einführen oder etwas aufnehmen, mit erotischer Komponente verknüpft. Also mit erotischer Vorstellung, mit erotischen Empfindungen, mit sexueller Erregung bestenfalls. Und ich habe dir 3 Tipps an die Hand gegeben, wie du diese Verbindungspflege, diese Beziehung zu deinem Genital noch ein bisschen intensivieren kannst, vielleicht auch diese Erotisierung noch ein bisschen stärken kannst für dich. Der erste Tipp ist, mache dir dein Genital bewusst. Gucke, wie nennst du es? Wie schaut es eigentlich aus in all seinen Details und wie fühlt es sich an? Der zweite Tipp ist, lenke immer mal wieder im Alltag auch deine Aufmerksamkeit in deinen Genitalbereich und guck, wie ist es gerade da unten? Wie geht es meinem Genital? Was ist da los? Der dritte Tipp ist, nimm liebevollen und ruhigen Kontakt zu deinem Genital auf. Und dafür kannst du einfach so lange, wie du magst, die Hand drauflegen und einfach nur spüren, wie sich diese Berührung anfühlt. Und die darf ganz still sein, ohne Bewegung dabei. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören. Du hast hier vielleicht gerade tolle Sachen mitgenommen, die du ganz für dich einfach ausprobieren kannst. Such dir für dich das raus, was für dich passt. Ich komme auch nochmal jetzt auf die Verlosung zurück. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich sehr über Bewertungen des Podcasts freue, um dich da vielleicht noch ein bisschen mehr anzureizen, tatsächlich auch eine Bewertung abzugeben. Habe ich eben eine Verlosung. Es ist möglich, durch die Abgabe einer Bewertung eben 90 Minuten Sexualcoaching mit mir zu gewinnen sozusagen. Dieses Sexualcoaching können wir online machen. Du kannst dann mit deinen ganz persönlichen Fragen und Themen auf mich zukommen und ich werde einfach mit dir in Kontakt gehen und wir werden darüber sprechen und vielleicht werde ich dir auch noch den einen oder anderen ganz individuellen Impuls für dich dann geben und du kannst auf jeden Fall eine Menge für dich mitnehmen, auch etwas, was über diesen Podcast hinausgeht. Genau, natürlich kannst du den Podcast auch abonnieren, da freue ich mich ebenfalls drüber. Wenn du Lust hast auf weitere Impulse von mir, kannst du dir 7 Impulse zur erfüllten Sexualität runterladen, gratis. Das verlinke ich auch nochmal hier in den Shownotes. Und selbstverständlich findest du mich auf Facebook, auf Instagram und auf meiner Homepage www.spürvertrauen.de. Ich freue mich, wenn du wie auch immer mit mir in Kontakt trittst, mir folgst, auf Facebook oder Instagram zum Beispiel. Und damit sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du bald wieder mit dabei bist. Yvonne von Spürvertrauen.